Hallo, Nivea, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Uranium. Heute mal wieder ein bisschen besser drauf, aber eigentlich bin ich immer noch genauso aggro wie vorher, weil das alles am Stück passiert. Aber ich dachte mir so, komm, die Begrüßung, die kannst du doch witzig machen. Die kannst du doch mal ein bisschen, ja, so ein bisschen mit Elan, so, wuff, wuff, wuff. Aber, erstmal belebe ich jetzt Mercury wieder und Bro Bro. Danach nehme ich meine neuen Hyper Potions. Und setzt das eine auf da, das andere auf hier und das dann noch hier so. Und dann gehe ich weiter. Dann stelle ich den Speed wieder runter. Und dann hoffe ich, dass ich einfach diesmal wieder so ein gutes Glück habe und einfach den Weg mitgehen kann. Jo, ich glaube, so hätte ich es von Anfang an machen sollen. Schnell, 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 nee! Fuck. Okay, Leute, nein! Ah! Oh, Mann! Okay. Keine. Nicht ablenken lassen, nein! Fuck, fuck, fuck! Das gibt's doch nicht! Okay, Leute, ich muss fokussieren. Fokussen. Es ist nur dieser Weg. Es tut mir leid. So. Das haben wir. Das haben wir, Leute. Das haben wir. Runter hoch. Jetzt leckt es auch noch. Ah, geschafft. Geschafft, Leute. Geschafft. Ich bin geschafft. Ich bin kaputt. Wir haben alle geheilt, ne? Erstmal switchen. Nur für den Fall. Ich kann mich nämlich leider nicht mehr daran erinnern, was das erste Auftakt-Pokémon war. Du hast gezeigt, dass du Kraft in deine Abilities hast und so weiter. Ja, das habe ich. Und damit habe ich auch kein Problem. Glaceon, perfekt. Da habe ich doch. Die hatte ich aber auch vorher gewonnen hätte. Der dich auch mit einer Stahl. Wow. Wie langsam geht das denn runter? Ach so. Was habe ich jetzt gemacht? Habe ich es kaputt gemacht? So. Ich wollte gerade sagen, wie langsam geht das denn runter, aber. Dermafrost. Aber ich glaube, hier hatte ich echt den Vorteil, dass ich alle mit einer Stahlattacke bonden konnte. Und jetzt kommt wieder hier dieser Drache. Terabit, ne, Terabit war das, genau. Ich gehe mal davon aus, dass das teils normal ist und deswegen gegen Kampfattacken, Erdbeben. Tötet mich jetzt aber nicht, oder? Nee, also Mercury ist standhaft. Da kannst du sagen, was du willst, da macht Mercury mit. Und wir sind auch jetzt hier weiter durchgekommen. Und wir hoffen einfach mal, dass wir jetzt auch erfolgreich diese letzte Mission, wo wir keine Items einsetzen dürfen, ordnungsgemäß abschließen. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt besser klappt, weil wir diesmal mehr Leute haben. Ja, jetzt kommt das wieder, dieser Dialog. Shia, du bist so cool und ich bin der Beste. Ja, das weiß ich doch. Das steht da zwar nicht, aber brr, es ist kalt. Wir müssen einfach nur geradeaus gehen. Wir werden diese Aufgaben meistern. Für dich wird es wahrscheinlich am schwersten, weil Theo setzt ja auch mal gerne Items ein die ganze Zeit. So ein Arschloch. Boah, ich bin überhaupt nicht aggro, Leute. Also ich bin richtig gut drauf. Richtig gutes Spiel. Ich kann es immer nur wieder sagen. Ich empfehle das Uranium, ne? Pokémon Uranium. Diese Arena, top. Macht richtig Spaß. Wenn du da nämlich einmal verlierst, kannst du den ganzen Scheiß nochmal neu machen. Und ich möchte nicht wissen, wie das beim Arena-Leiter ist, wenn ich gegen den Arena-Leiter verliere und den ganzen Mist nochmal machen darf, ne? Erwarte ich, dass ich schon während des Arena-Leiters meine Mega-Digitation machen kann. Mega-Entwicklung. Shadow Ball zieht gar nichts ab. Ist ein Geist-Pokémon. Toll. Kriegst eine Faint-Attack ab, Alter. Gut, kann nur Shadow Ball. Oh, hab ich dich gewonnen, Hittet?
blöde Scheiße. Danzarav. Das Vieh wieder. Weg. Hyperbau. Ich habe noch 6 Stück. Ich kann ja gar keine Hyperbau. Hieß es nicht, ich darf keine Items einsetzen? Habe ich jetzt automatisch verloren, weil ich ein Item eingesetzt habe? Ich hoffe nicht. Bam. Ja, gut. Greif halt gegen Flug-Pokémon mit einer Kampfart. Lass, ja. Ich bin selber schuld. Ich bin einfach selber dran schuld. Wenn wir ganz ehrlich sind. Und gleich sagt er mir wahrscheinlich, du hast ein Item benutzt, du bist ein Arschloch. Und du darfst alles nochmal von neu machen. Ich hoffe, dass das nicht so ist. Ich schwöre, ich hoffe, dass das nicht so ist. Dark Pulse, ne, kann ich nicht gebrauchen jetzt. Wäre zwar auf jeden Fall noch eine Attacke mehr, aber... Nein! Nein! Ich heule! Dein Ernst? Dein fucking Ernst? Pajoy? Dein Ernst? Oh mein Gott. Ich heul gleich echt. Wie kann denn das sein? Wie kann denn das sein? Wie zum Teufel? Warum denn? Natürlich One-Hit! Das gibt's doch nicht! Unter allen Pokémon, die er haben kann, hat er ein Pajai! Pajai reckt mein ganzes Team und bin doch geflincht! All hope to Clannen. Clannen ist back. Clannen macht Stress. Und dann gibt's eine auf die Fress. Ja, Clannen hält das aus. Dum, 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 dum. Ja. Ist klar. Ist auf jeden Fall klar. Ist auf jeden Fall klar. Ich habe ein Wasser-Pokémon, was nicht immun ist gegen Feuerattacken. Also, was von Feuerattacken zerstört wird, theoretisch. Okay. Move-Pokémon. Nützt mir nichts. Wird ja auch von Pajai einfach getötet. Sally Sue vielleicht. Ich habe aber keine Zeit, Sally Sue zu trainieren. Hab ich nicht. Dena nützt mir auch nichts, das Gras. 1909 nützt mir auch nichts. Dena wäre wenigstens Level 50. Ja, dann nützt mir nichts. Ich weiß, ich bin verzweifelt. Ich kann nicht schon wieder die ganze Arena machen. Weil dann hängen wir für immer an dieser Arena fest. Ich kann aber jetzt auch nicht die Folge beenden. Weil es sind gerade mal 10 Minuten oder so. Versteht ihr, was ich meine? Ich krieg Pajaya schon wieder nicht tot. Ich muss theoretisch Sally Sue trainieren. Und, oder mir einen Wasserstein holen. Aber ich glaube, dass mit einem Wasserstein das Problem nicht gelöst ist, weil Bricklord einfach scheiß IV-Werte hat. Er hier hat die besten Werte. Er ist auch Level 57 jetzt. Wir haben zwei Level 57er, das sind unsere Arena-Crasher.
Dann haben wir hier noch Nyanta 49er, der hält hier nichts aus. Der stirbt wie am laufenden Band. Bro Bro nützt uns momentan auch nichts, obwohl Bro 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 ist. Mit Arena Trap, merke ich gerade. Was ein Scheiß. Was sind das für eine Scheißfähigkeit? Okay, machen wir das anders. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, die wird vorne und hinten nicht funktionieren, aber es muss. Wir haben sonst keine andere Wahl. Item, Take. Vielleicht trainiere ich doch zur nächsten Folge. Move Pokémon. Ja, wir randalieren jetzt. Ja, da ist auch noch die Aufnahme abgestürzt. Sei vorkommen, ne? Ist ja auch nichts Neues bei mir. 4 Minuten haben wir noch. Und dann muss ich wieder pausieren, ist klar. Okay, und so, wir müssen auf Bro Bro verzichten momentan. Kommt hier unten. Für die Arena müssen wir einfach unser komplettes Team umkrempeln. Sally Sue nehme ich mit, auch wenn die jetzt gerade nur Level 32 ist. Ich trainiere die jetzt. In dieser Folge machen wir wahrscheinlich eh nichts mehr. Ihr könnt also, wenn ihr wollt, ausmachen, aber ich stelle jetzt schon mal unser neues Team vor. Mercury bleibt drinne, S51A bleibt drinne. Sally Sue ist neu dazugekommen. Ich weiß nicht, ob ich Nyanta drinne behalte. Nyanta ist Stahl. Eigentlich ist Stahl wichtig. Klanen haut's eigentlich raus, weil Klanen hat Verteidigung. Ohne Scheiß. Aber ich glaube, wir müssen uns auch erstmal von Klanen trennen und eventuell auf Geisterbambini umschalten. Oder auf Accurado. Oder auf 1909. Aber 1909 ist ein Prankster. Und das heißt, der kriegt schon mal nichts auf die Reihe. So ein Prankster. Obwohl er wahrscheinlich auch wandeln kann. Gucken wir uns mal sein Moveset an. Double Team, Confuse Strahl, Substitute, Transform. Als Prankster nicht so das Moveset. Transform ist halt endwitzig. Wisst ihr, dass sich der Gute einfach verwandeln kann, in wen er will. Und wir dadurch eigentlich gute Chancen haben, alles zu stehlen. Ich kann nämlich ein Substitute, ich kann Doppelteam machen, Substitute. Und danach mich transformieren. Ich glaube, 1909 nehmen wir mit rein. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich die optimale Lösung ist. Aber klar, man muss erstmal auf die Bank. So, da kann sie nämlich in Ruhe schlafen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich Bricklord erstmal drinne behalte. Oder ob Bricklord auch erstmal auf die Ersatzbank kommt. Die Frage ist, wen würde ich für Bricklord einwechseln? Dena? Dena ist Level 50 direkt. Da spare ich mir auf jeden Fall schon mal das Trainieren. Andererseits ist ja Gras, Graskampf. Und Gras ist und bleibt nun mal empfindlich gegenüber Pajai. Und Pajai ist mein größter Feind. Man kann sagen, was man will. Pajai ist einfach mein größter Feind. Accurado. Geistertyp. Entwickelt sich zu so einem richtig abgefuckten Biest. Hat aber eine coole Fähigkeit, hat aber die schlechtesten IVs, die man haben kann. Das Ding ist nutzlos. Das Evoli hat auch nicht so die Werte. Und ja, Gina erst recht nicht. Prevents other Pokémon from lowering its attack stats. Baba, Geisterbambini, ich glaube, ich nehme Geisterbambini rein. Die Frage ist, zu was mache ich Geisterbambini? Nuklear-Typ? Nuklearer? Wäre auf jeden Fall eine Option. Dann hätten wir auf jeden Fall was Neues drin.
Ich weiß es nicht. Ich war echt, Leute, ich bin überfordert. Vielleicht sollte ich doch Nianta raustun. Aber Nianta ist auf jeden Fall nützlicher als Bricklord. Aber Bricklord könnte auch nützlich sein, wenn ich den erstmal hochtrainiert habe. Ich weiß es nicht. Speed 100, das ist schon mal nicht schlecht. Defense ist im Arsch. Ja, Defense geht hoch, ne? Ja, gut. Das Wesen ist auch verkackt. Ja. Es tut mir leid, aber Bricklord, kommst du auch erstmal auf die Bank. Dafür kommt Geister Bambini rein. Ich Level 20 ist eigentlich recht angemessen. Also da kann ich wieder trainieren, bis ich dumm und dämlich werde, ne? Und ich könnte Geister Bambini halt zu Nuklearer machen. Also, was ist jetzt gerade ausgesteckt worden? Das war der Sound, wenn irgendwas bei mir aus- oder eingesteckt wird. Und ich habe keine Ahnung, was schon wieder rausgefallen oder reingefallen ist. Ja, wir machen Geister Bambini zu Nuklearer. Ist dabei. Habe ich einen Nukleartyp im Team? Muss ich kurz Nianta rauspacken? Muss ich Barbara reintun? Denn Evoli ein Level abbringen mit einem Dingens. Es regnet immer noch ein Pokémon. Es schneit immer noch ein Pokémon Center. Jetzt heilen wir unsere Pokémon. Und in der nächsten Folge sehen wir uns mit einem komplett neuen Team wieder. Haltet die Ohren steif. Wir sehen uns. Hoffentlich weniger Agro in der nächsten Folge. Bis dann.